Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns beten für die heilige Kirche Gottes und alle Welt. Allmächtiger Gott, wir beten für deine heilige weltweite Kirche. Dass wir alle eins sein und in Wahrheit und in göttlicher Liebe wandeln. Wir beten für alle, die regieren und machen uns aus. Dass Gerechtigkeit und Friede, wahrer Glaube und christliche Tugenden bewahrt werden. Für alle Bischöfe, Presbyter und Diakone. Besonders für unseren Bischof Gerhard. Dass sie treue Zeugen deines Wortes sind und deine Sakramente recht verwalten. Schenke allen Gliedern deiner Kirche Hilfe und Beistand. Dass sie dein Wort mit Demut hören und es annehmen. Gib allen hier Versammelten deine Gnade. Dass sie nur treu und reinem und glaubwürdigen Leben dienen. Hab Erbarmen mit denen, die unter Kummer und Krankheit leiden, besonders beten wir für das Ehepaar Lingener. Dass sie erlöst werden aus aller ihrer Not. Wir preisen dich für deine Diener, die im Glauben an Christus in die ewige Herrlichkeit eingegangen sind. Lass uns ihrem guten Beispiel folgen und mit ihnen Anteil an deine ewige Heiligkeit erlangen. Wir beten auch um all das, was wir selbst oder andere bedürfen. Herr und Vater, wir beten besonders für Attila und ihr kleinen Sohn David, die heute Abend in Neuss getauft werden und Mitglieder unserer Kirche werden. Sende ihnen beiden, besonders an diesem heiligen Tag, deinen Geist. Danke für die Gemeinschaft der Gäste, dass du jeden segnest, deine Liebe und Bruder Thomas das Licht der Welt geschenkt hast. Bitte dich um Frieden, Herr, für das Land Syrien. Dränge, Herr, den Feind zurück, der sich gegen dich stellt, die ISIS-Kräfte, Herr. Erbarme dich über deine Kinder. Lass Israel zu dir kommen und erwecke deine Gemeinde auch heute. Amen. Amen. Dies bitten wir, himmlischer Vater, um Jesu Christi, unseres einzigen Mittlers und Fürsprechers willen. Amen. Amen. Alle, die unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aufrichtig lieben, und auf seinen Namen getauft sind, sind herzlich zum Tisch des Herrn eingeladen. Ihr, die ihr ernsthaft und aufrichtig eure Sünden bereut und in Liebe und Frieden mit eurem Nächsten lebt und die Absicht habt, ein neues Leben zu führen, Gottes Gebote zu halten und von nun an auf seinen Wegen zu wandeln, kommt her im Glauben, nehmt dieses Geheimnis zu eurer Erquickung und bekennt dem allmächtigen Gott demütig eure Sünden, indem ihr niederkniet und spricht. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir gegen dich gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken, durch das, was wir getan und unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht wie uns selbst geliebt. In Reue und Demut bekennen wir unsere Schuld. Um deines Sohnes Jesu Christi willen, sei uns gnädig und vergib uns all das Vergangene, dass wir von nun an deinen Willen freudig erfüllen und auf deinen Wegen wandeln, zur Ehre
deines Namens. Amen. Der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater, hat in seiner großen Barmherzigkeit Vergebung der Sünden allen verheißen, die sich in aufrichtiger Buße und wahrhaftigem Glauben zu ihm wenden. Der Herr erbarme sich über euch, er vergebe euch und befreie euch von all euren Sünden. Er bewahre und stärke euch in allen Guten und führe euch zum ewigen Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Höre auch, was der Apostel Paulus sagt. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Höre auch, was der Apostel Johannes sagt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet eure Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wahrhaft würdig und recht, gebührend und heilsam ist es, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und überall dankbar. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, nach dessen wahrhaft Verheißung der Heiligen Geist um diese Zeit mit plötzlichem und großem Brausen wie eines gewaltigen Windes vom Himmel herabkam und sich in der Gestalt feurige Zungen auf die Apostel setzte, um sie zu lehren und in aller Wahrheit zu leiten. Und er hat ihnen sowohl die Gabe, in mancherlei Sprachen zu reden, als auch Mut und brennenden Eifer verliehen, das Evangelium allen Völkern beständig zu predigen, so dass auch wir aus Finsternis und Irrtum zum hellen Licht und zur wahren Erkenntnis da deiner und deines Sohnes Jesus Christus gebracht worden sind. Darum mit Engeln und Erzengeln und mit allen Bewohnern des Himmels loben und erheben wir deinen herrlichen Namen, preise ihn und bekennen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, zu dies zu meinem Gedächtnis.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasset uns voller Zuversicht beten, wie Christus der Herr uns zu beten gelehrt hat. Geheimnis des Glaubens, deinen Sohn, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, O Herr, unser himmlischer Vater, gedenken wir an das gepriesene Leiden deines Sohnes, an seinem kostbaren Tod, seine machtvolle Auferstehung und seinen glorreichen Himmelfahrt. Wir warten auf das Kommen seines herrlichen Reiches und bitten dich, nimm dies unser Lob und Dankopfer gnädig an. Mit deinem Wort und deinem Geist heilige dies von dir geschaffene Gaben, Brot und Wein. Gewähle, dass wir sie gemäß der heiligen Stiftung deines Sohnes empfangen, uns dabei an seinen Tod und seine Leiden erinnern und selbst Teilhaber seines gesegneten Leibes und Blutes werden. Heilige auch uns, dass wir dies Geheimnis recht empfangen und mit deiner Gnade und mit deinem himmlischen Segen erfüllen werden. Nun in ihm und in ihm ist dir, Mutter, mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns jetzt vor der Zukunft beten, wie der Herr uns so beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott, wir vermessen uns nicht, in unserer eigenen Gerechtigkeit zu deinem Tisch zu kommen, sondern im Vertrauen auf deine vielfältige und große Barmherzigkeit. Wir sind nicht würdig, auch nur die Brotkrumen unter deinem Tisch aufzulesen. Aber du bist stets derselbe. Derselbe Herr, dessen Eigenschaft es ist, barmherzig zu sein. Darum gib uns, gnädiger Herr, dass wir auf solche Weise das Fleisch deines lieben Sohnes Jesus Christus essen und sein Blut trinken, dass unsere sündigen Leiber durch seinen Leib gereinigt und unsere Seelen durch sein kostbares Blut gewaschen werden und wir für immer in ihm bleiben und werden uns. Amen. Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt.
Zeichen des Friedens und der Versöhnung leben.
Gottes Name reinigt uns, das Blut des Lammes reinigt uns, das Blut des Lammes reinigt uns und mache alles neu. Zum Abschluss das Lied 331, die Strophen 1 bis 3 und die 10. Strophe. Lied 331. Was ich weisen kann,
Glaubt und lebt das Evangelium. Dank sei Gott, dem Herrn.